Julian Schuster, siebtes Mal Trainingslager in Schruns. Wird das nicht langsam mal irgendwann langweilig? Nee, aus dem Grund nicht, weil wir einfach tolle Bedingungen hier haben und ich finde es auch immer von Vorteil, wenn man wo ankommt und weiß, was man vorfindet. Und daher freue ich mich immer wieder, hierher zu kommen, auch wenn es schon das siebte Mal jetzt ist, aber man weiß einfach, was man hier hat und daher freue ich mich eigentlich immer wieder auf Schruns. Das ist dann gewisse Abwechslung, ist denn diesmal irgendwas anders als in den anderen Jahren? Ja, das Personal wechselt ja immer ein bisschen und daher ist immer schön, dass wir jetzt auch hier zum ersten Mal geschlossen alle zusammen sind, dass man einfach die neuen intensiver kennenlernt. Und ansonsten kennen wir ja das Hotel, wissen einfach, was wir auch hier in diesem Hotel haben und können das wertschätzen und haben auch, was das Training angeht, eigentlich optimale Bedingungen. Was haben Sie denn für einen Eindruck von den neuen bisher? Ja, eigentlich einen sehr positiven Eindruck. Ich meine, es ist immer einfacher, wenn man keinen zu großen Umbruch hat, wenn es nicht so arg viele neue sind. Dadurch einfach, dass viele da geblieben sind, gibt es genügend, die einfach die Abläufe kennen. Und das vereinfacht es dann natürlich auch ein bisschen für die Neuen, wenn sie einfach wissen, wie alles abläuft. Und sie haben sich, glaube ich, oder fühlen sich alle sehr wohl und können sich sehr schnell integrieren. Und so ist es dann einfach so ein bisschen geben und nehmen. Hat das Gefühl, es wird sehr, sehr konzentriert gearbeitet, so gar nicht so richtig viel rumgeflaxt, sondern eher wirklich gearbeitet. Ist da der Konkurrenzkampf dran schuld? Ich denke, wir haben zum einen eine sehr gute Mischung, dass wir außerhalb des Platzes Charaktere haben, die einfach für eine gute Stimmung in der Truppe auch sorgen, aber sind alle sehr, sehr fokussiert. Natürlich hat es damit zu tun, dass wir auf vielen Positionen sehr gut besetzt sind. Aber ich denke, das muss unser Ziel sein, dass wir so einen gesunden Konkurrenzkampf haben. Und es bringt natürlich nur Vorteile mit sich. Momentan sind wenige verletzt oder wenn überhaupt nur so leicht angeschlagen. Das ist auch eine richtig gute Situation eigentlich momentan. Ja, natürlich sehr positiv. Wir sind sehr glücklich darüber, dass eigentlich fast alle gesund sind, dass alle mitziehen können, weil es einfach unglaublich wichtige Tage sind. Man legt einfach der Grundstein für das Körperliche, aber auch eben gerade in ganzen taktischen Bereichen, in denen man arbeitet, ist natürlich wichtig, dass möglichst alle die Einheiten mitbekommen. Ich habe da auch noch mal ein bisschen Abwechslung gehabt. Ihr seid raften gegangen. Hätte auch die Alternative gegeben, einen freien Tag zu machen. Was hat sich's gelohnt? Ja, ich finde es auch immer wichtig, wenn man dann ein bisschen was anderes außer Fußball dann gemeinsam unternimmt. Ja, weil es doch einfach Momente gibt, die einfach dann auch witzig sind und unterhaltsam und wo man einfach dann am Abend ein bisschen Gesprächsbedarf hat, wo man drüber flachst dann. Und da ist es immer eine ganz schöne Abwechslung. Ich denke auch wichtig, gerade auch nochmal was die Neue angeht. Ja, man kommt einfach in Gespräche, das tut gut und ich sehe es ja als Vorteil, wie wenn jeder dann mehr oder weniger auf seinem Zimmer sich befindet. Nochmal rückblickend zum bisherigen Kader. Es gab nur zwei Abgänge, aber dafür zwei relativ wichtige Abgänge. Wie sehr bedauern Sie, dass Olli Baumann und Matthias Ginter den SC verlassen haben? Ja, ist zunächst natürlich einmal menschlich, wenn wir die Jungs auf jeden Fall vermissen, weil es einfach tolle Jungs waren, auch Freiburger Jungs, die aus der eigenen Jugend kamen. Und deshalb, ich denke, sie haben sehr tolle Jahre gehabt, aber natürlich auch sportlich haben sie ganz tolle Leistungen in den letzten Jahren gezeigt. Ich kann beide verstehen, wenn sie dann eine neue Chance, irgendwie neue Herausforderungen suchen. Aber es geht für uns weiter. Ich denke, man muss an der Stelle auch immer wieder betonen, wie toll sich der Verein in den letzten Jahren entwickelt hat. Und man merkt es auch jetzt. Wir haben Neuzugänge, Jungs, die eine gewisse Bundesliga-Erfahrung schon haben, da Bundesligaspiele mitbringen. Und ja, das ist, denke ich, auch ein ganz deutliches Zeichen, dass der SC Freiburg sich einfach in den letzten Jahren enorm entwickelt hat und dass wir da auf einem sehr guten Weg sind, den wir weiterhin natürlich so intensiv und konzentriert auch weitergehen möchten. Wenn wir jetzt vorausblicken auf die kommende Saison, ist natürlich noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, aber wird es ein bisschen klein bisschen weniger Nervenkitzel als die vergangene? Ja, wenn wir am Ende wieder unser Ziel erreichen und in der Liga bleiben, dann denke ich, ist es wieder ein enormer Erfolg. Ich denke, man hat es auch jetzt wieder an der WM gesehen und so ist es auch in der Bundesliga, dass die Leistungsdichte unglaublich ausgeglichen ist. Und natürlich hat man ein paar Top-Teams, die vielleicht vorne wieder wegmarschieren, aber ansonsten ist es doch wieder immer Woche für Woche sehr ausgeglichen. Und da ist es keine Selbstverständlichkeit, in der Bundesliga zu bleiben. Es hat viele Vereine in den letzten Jahren erwischt, die nicht damit gerechnet haben. Und wir waren da sehr konstant, aber weil wir auch immer
ja, das vor Augen gehalten haben, was einfach wichtig ist, was den SC Freiburg auch auszeichnet. Und ja, daran müssen wir immer denken, das dürfen wir nie verlieren. Und wenn wir natürlich früher unser Ziel erreichen sollten, wären wir natürlich auch drüber glücklich. Dann alles Gute natürlich dafür und danke fürs Gespräch, Julian Schuster. Vielen Dank.